Hallo, ich heiße euch herzlich willkommen zu dieser kleinen Unterrichtseinheit zum Thema Altdeutsche Schrift. Mein Name ist Lisa und ich möchte euch heute zeigen, wie man die Altdeutsche Schrift, genannt Sütterlin, schreibt. In einem meiner nächsten Videos wollen wir uns auch mit den anderen beiden altdeutschen Schriften, der Kurrentschrift und der Frakturschrift, beschäftigen, sowie lernen, diese drei verschiedenen Schriftformen zu lesen. Nun, die Sütterlinschrift und die Kurrentschrift sind nicht so hundertprozentig unterschiedlich, wie unter anderem auf dieser kleinen Tafel sieht. Wir hätten hier die Kurrentschrift auf der linken und die Sütterlinschrift hier auf der rechten Seite. Wie ihr vielleicht bereits erkennen könnt, sind diese Schriften sich sehr ähnlich. Was jedoch ihr Unterschied ist und auf was man achten muss, dazu komme ich in einem der anderen Videos, wie bereits gesagt. Denn wir möchten uns heute nur mit dem Schreiben der Sütterlinschrift zunächst beschäftigen. Dieses Alphabet gleicht dem unseren in so gut wie jeglicher Hinsicht, bis auf die Schreibweise teilweise. Wir haben, wie bei uns auch, 26 Buchstaben von A bis Z sowie die Buchstaben Ä, Ö und Ü. Wir haben sogar zu der Zeit bereits ein SZ, beziehungsweise dann im späteren Verlauf der Zeit, als diese Schrift noch verwendet wurde und das SZ aufkam, hat man auch schon ein Symbol bzw. einen Buchstaben für das SZ definiert. Und im Endeffekt besteht das SZ aus dem kleinen S, hier zu sehen, und einem leicht verkrüppelten kleinen Z, hier zu sehen. Das nur zunächst als kleiner Hinweis. Zu dem S an sich kommen wir später nochmal drauf zurück, weil dieses zwei Formen hat, diese beiden. Das Lang-S, dieses hier, und das End-S, dieses hier. Es ist nur bei den beiden kleinen S der Fall. Beim großen haben wir nur eine Form. Und natürlich das SZ noch. Alle weiteren Regeln erkläre ich euch beim Schreiben. Es gibt so ein paar Sonderformen, aber die sind auch nicht weiter schlimm. Beginnen wir also am besten. Für Sütterlin Schrift verwendet man am besten Arbeitshefte, wo diese Zahlen vorgegeben sind, damit ihr ein ungefähres Größenverhältnis habt. Ich habe dafür hier schon ein Heft stehen. Ich wechsle mal mit
meiner Schrifttafel. So, hier haben wir das Heft. Außerdem ist immer gut, wenn ihr für diese Schrift einen Füller verwendet. Ich habe hier mehrere. Unter anderem ein etwas dickerer mit 1, 2, 3 Federn. Und mein kleiner Favorit. Mein Favorit, naja, einfach weil er blau ist. Und da mir die Farbe blau sehr gefällt, werde ich diesen auch verwenden. Gucken wir zunächst, ob die Patrone voll ist. Alles leer. Dann wechsle ich doch einfach mal. Und Nummer 2. So, tun wir nun die Patronen in den Füller rein. Hoppla. Das Heft ist ganz schön rutschig. Mal durchgestoßen, dass es ordentlich drin hängt. Und dann nochmal etwas angefeuchtet. Und dann machen wir das Ganze wieder zu. So, hoffentlich schreibt er auch. So, nun probieren wir doch das Ganze mal aus. Ich habe hier dieses schöne Heft. Und zunächst bei dem Heft ist natürlich wichtig, wenn man mit Füller schreibt, schaut, dass ihr ein Löschpapier mit dabei habt. Dass es keine Abdrücke gibt auf irgendwelchen anderen Seiten. Kann durchaus mal vorkommen, aber zunächst suchen wir das Löschpapier.
Und da haben wir auch schon eins gefunden, welches ich bereits verwendet habe. So sieht es aus. Und wir nehmen es jetzt raus, um es dann vorne zu verwenden. Nun wollen wir natürlich mit unserem Buchstaben beginnen. Dafür zunächst nehmen wir uns unseren Füller und schauen auf unserer Tafel nach. Dafür hole ich die Tafel nochmal vor. Wie ihr hier sehen könnt, werden für die ersten vier Buchstaben, also A, B, C und D, nur die ersten zwei Zeilen verwendet. Das heißt, ihr sucht euch auch in eurem Heft nur die ersten beiden Zeilen. Und wir werden nun zunächst uns um die ersten vier Buchstaben kümmern. Das A wäre ein runder Bogen mit einer Schlaufe und einem Krückstock dran. Nochmal. Ein runder Bogen, geschlossen mit einer Schleife und einem Krückstock. Das Ganze geht im Endeffekt so. Ein runder Bogen, geschlossen. Dann eine kleine Schlaufe hier rein. Nach oben spitz. Und nach unten. Nach unten, so dass es unten einen kleinen Haken, kleinen runden Haken hat. Und den Strich nach unten, vom spitzen Ende bis zum runden, bitte direkt, fast direkt ins A machen, fast direkt an unseren runden Bogen, dass kaum Luft dazwischen ist. Ja, also nochmal das Ganze. Und geschlossen, Schlaufe, Krückstock. Wenn ihr das übt, versucht das Ganze in einem zu machen. Also nicht abgehakt, so wie ich es jetzt mache, wenn ich es euch zeige. Es geht viel leichter und besser und sieht auch besser aus, wenn man es in einem macht. Ja, also praktisch alle Schritte in einem. Rund, geschlossen, Schlaufe, Krückstock. Und das übt ruhig ein paar Mal. Passt auf, dass das A nicht teilweise wie ein Ei aussieht. Hoppla. Wichtig bei dieser Schrift ist auch, dass es Ermessenssache ist, wie es aussieht teilweise, weil wir alle eine unterschiedliche Handschrift haben. Passt bei der Handschrift auf, dass ihr nicht schräg schreibt. Bei Sütterlin nicht schräg schreiben. Sollte jedermann von euch schräg schreiben, versucht zunächst nur das A und das A gerade zu schreiben. Das ist eine ziemlich gute Übung. Nur das A benutzen und das A versuchen, die ganze Zeit gerade zu schreiben.
Sobald ihr schräg schreibt, schreibt ihr nicht mehr Sütterlin, sondern Kurrent. Und wir wollen aber zunächst nur Sütterlin schreiben. Ist auch später wichtig fürs Lesen. Also machen wir es noch ein paar Mal. Rund, Schleife, Krückstock. Rund, Schleife, Krückstock. Rund, Schleife, Krückstock. Rund, Schleife, Krückstock. Das wäre unser erster Buchstabe. Machen wir das Ganze am besten noch eine Zeile lang. Rund, Schleife, Krückstock. Noch einen kleinen Hinweis für diejenigen, denen das vielleicht etwas schwerer fällt. Wenn ihr mit dem A beginnt, ist auch eine Sache, die ich manchmal verkehrt mache. Beginnt mit eurem Bogen so weit rechts wie möglich. Wenn ihr so weit rechts wie möglich beginnt, kommt ihr mit der Schleife nicht so weit nach links, wodurch es etwas besser aussieht. So in der Art und Weise. Aber nur in der Art und Weise, das ist auch schon wieder falsch, das ist zu weit rechts. Ja? Also ihr müsst euren eigenen, wie es für euch am besten ist. Ja, nicht zu weit rechts, nicht zu weit links damit anfangen. Wenn ihr euch orientieren wollt, also dieses A beispielsweise ist nun richtig. Ich bin selber etwas aus der Übung, muss ich zugeben. Aber dieses A ist richtig. Also, und die Schleife und den Krückstock. Und ihr müsst natürlich auch nicht die A's sonst wie ausschweifen. Das ist wieder Ermessenssache. Wenn ihr die A's größer machen wollt, weil ihr vielleicht beispielsweise wie ich etwas größer generell schreibt, könnt ihr das machen. Ihr könnt sie aber auch mit den Bäuchen etwas kleiner machen. Nur sie müssen eben schön rund sein. Ja? So ähnlich wie ein O. Wie wenn ihr ein O schreibt, es muss ja auch schön rund sein. Und der Bauch von unserem A muss auch schön rund sein. Rund, Schleife, Krückstock. Rund, Schleife. Wer möchte, wieder Ermessenssache, kann das A auch oben ein kleines Stück auflassen. Wer möchte, ich würde es euch nicht empfehlen. Ja, also es gibt welche, es gibt auch A's, die sehen folgt wie folgt aus. Ihr seht, das ist ein kleines Stück offen. Würde ich euch für Sütterlin jedoch nicht empfehlen, weil das eher zur Kohärenzschrift gehört.
Nachdem wir das fertig haben, nehmen wir unser Löschpapier und gehen damit zunächst über unsere Schrift. Ganz vorsichtig, dass es nicht verwischt. Dann können wir es kurz noch abgleichen. Sieht gut aus. Kümmern wir uns nun um den nächsten Buchstaben. Ihr werdet es sicherlich schon gemerkt haben. Das B, das C und das L ähneln sich. Also schön aufpassen. Sie ähneln sich, sind aber nicht komplett gleich. Denn wie ihr sehen könnt, ist das B mit 3 Schlaufen, das C hier unten nur mit einer und das L mit 2. Also immer merken, B, das was am Anfang steht, das B, also vor C und L, hat 3 Schlaufen, hat die meisten Schlaufen. Das in der Mitte, das C, hat nur eine. Und das L hat 2. Also praktisch 3, 1, 2. Wenn ihr das mehr und mehr übt, geht es euch in Fleisch und Blut über. Da ist es nicht mehr so schwer und nicht mehr so schlimm. Im Endeffekt müsst ihr es euch nur merken, denn ihr seht das B, Schlaufe, dann in einen kleinen Bogen nach unten, wieder eine Schlaufe, nach vorne und wieder eine kleine Schlaufe. Nochmal, Schlaufe, ein wenig schräg nach unten, wieder eine Schlaufe, nach vorne und noch eine. Versuchen wir es. Wir machen eine Schlaufe, gehen etwas schräg nach unten, wieder eine Schlaufe, nach vorne und noch eine Schlaufe. Nochmal, Schlaufe, hier, ein wenig schräg Bogen nach unten, wieder eine Schlaufe, dann in einen kleinen Bogen nach vorne, Schlaufe. Wenn ihr nach vorne geht, könnt ihr ruhig einen kleinen Bogen machen. Also praktisch. Moment. Ja, hier ist eure Schlaufe. Da könnt ihr ruhig so ein Stück gehen, so einen kleinen Bogen, bevor ihr wieder nach oben geht und die nächste Schlaufe macht. Das wirkt etwas geschmeidiger, wenn ihr den Buchstaben schreibt. Und oben sieht das Ganze so aus. Also, Schlaufe, ein kleiner schräger Bogen und dann das noch dran. Schlaufe, kleiner schräger Bogen, Schlaufe, wieder ein Bogen, ein Stück hoch und Schlaufe. Schlaufe, schräger Bogen, Schlaufe, ein kleiner schräger Bogen, nach oben, Schlaufe. Schlaufe, schräger Bogen, Schlaufe, kleiner schräger Bogen, etwas nach oben, Schlaufe. Hier ist es auch wieder Ermessenssache, wie groß ihr die Schlaufen macht. Die zwei unteren würde ich natürlich nicht so groß machen. Die hier am kleinsten und die hier am größten. Und die hier sollte sich im Mittelbereich befinden. Ist aber wie gesagt Ermessenssache. Und nun üben wir noch etwas. Schlaufe, Schlaufe, Schlaufe. 1, 2, 3 Schlaufen. Man könnte diese kleine Schlaufe auch eher als angedeutet bezeichnen. Angedeutete Schlaufe. Ja?
Sie soll nur angedeutet sein, weil sie die Verbindung zum nächsten Buchstaben ist. Und denkt dran, beim B immer dran denken, es sind drei Schlaufen. Also 1, 2, 3. 1, 2, 3. Und immer schön von hier anfangen, nach oben, dann geht's nach unten, Schlaufe, oben, Schlaufe. Und nochmal das Ganze. Zack, zack, zack. Passt wieder hier auf, auch dass ihr nicht schräg schreibt. Ja, schön gerade bleiben. Und dass ihr euch auch wieder auf der obersten Linie und der mittelsten Linie befindet. Die oberste Linie ist für die oberste Schlaufe und die Mittellinie für den Rest. Ja. Dabei ist es egal, ob ihr mit der Schlaufe nun unbedingt zwingend hier unten anfangt. Oder ob ihr eben hier oben anfangt. Das spielt keine Rolle. Macht es ruhig noch ein paar Mal, bis die Zeile zu Ende ist. Ich lasse euch in der Zeile noch etwas Platz zum Üben. Und zeige euch nun den dritten Buchstaben, den wir uns heute definitiv noch angucken wollen, nämlich das C. Beim C, wie ihr euch sicherlich erinnert, nur eine Schlaufe. Und im Endeffekt, ähnlich wie beim A, beginnen wir mit einem kleinen Krückstock. Also mit einem kleinen Bogen sozusagen. Ein kleiner Bogen. Den könnt ihr auch ruhig ein wenig eckig machen. Dann geht es in einem Bogen nach unten, etwas gerader als beim B, dann in die Schlaufe. Und wieder ein kleiner Bogen zum Schluss. Also, erst ein kleiner, leicht eckiger Bogen. Dann rund, etwas gerade nach unten, Schlaufe. Und den unteren Bogen. Leichter ist es, wenn ich es euch zeige. Also zunächst, Moment, ja. So, mein Oberbogen ist immer nicht so gut. Das sieht etwas kratzelkrackelig aus. Ich entschuldige mich. Aber das sollte euch nicht vom Üben abhalten. Also, kleiner Bogen, gerade runter, Schlaufe und ein Bogen dran. Das ist besser. Also das ist richtig. Ihr dürft wirklich den Bogen hier da vorne nicht groß machen und wirklich ein bisschen spitz. Sonst sieht es, wie ihr seht, krackelig aus. Also, kleiner Bogen, großer Bogen, gerade nach unten, Schlaufe dran. Kleiner Bogen, gerade nach unten, Schlaufe, Füßchen dran. Könnte man auch sagen, Füßchen dran. Nochmal das Ganze. Also kleiner Bogen, gerade nach unten, Schlaufe, Füßchen. Und passt auch auf, dass ihr hier
schön gerade nach unten geht, ja? Schön aus dem Bogen gerade nach unten wieder in den Bogen rein. Wie gesagt, nicht wie beim B leicht schräg rund, sondern schön gerade. Sonst habt ihr die Hälfte von einem B und das wollen wir ja nicht. Also spitz und zack. Spitz und zack. Spitz. Eine Schlaufe. Füßchen. Spitz. Runter. Gerade eine Schlaufe. Füßchen. Wenn ihr mal ein bisschen schräg seid, wie ich, passiert mir auch. Ist es nicht so extrem schlimm, es sollte nur nicht zu oft passieren. Ja. Und passt auch auf, dass ihr es nicht zu spitz macht. Ich habe auch schon mal zu spitz gemacht. Also, zack. Und achtet drauf, der hier ist falsch. Den kann man gleich mal streichen. Dass der obere Bogen hier und der untere ungefähr gleich lang sind. Ja. Spitz. Rund, runter, Schlaufe, Füßchen dran. Auch hier könnt ihr das gerne in der nächsten Zeile noch weitermachen. Nehmen wir zunächst erstmal wieder, vor allem weil ich eben etwas geschmiert habe, unser Löschpapier. Kümmern uns darum, dass es wieder etwas trocken wird. Langsam und vorsichtig. So, haben wir diesen auch gemacht, kommen wir zum letzten Buchstaben für heute. Ihr merkt sicherlich schon, dass so den Schreiben etwas mit Arbeit verbunden ist, bis man es kann. Viel, viel Übung, üben, üben. Immer wieder schreiben, schreiben, schreiben. Leichter wird es dann natürlich auch in Wortverbindungen und die kümmern wir uns auch dann in den nächsten Videos. Wir machen das Ganze, ja, ich denke weiter in vierer Packs, Blocks. Wenn euch lieber ist, dass ich vielleicht mehrere Buchstaben mache oder nur zwei nehmen soll, nur einen, könnt ihr mir das auch gerne sagen. Aber ich glaube, die vier Buchstaben sind für heute erstmal genug. Kümmern wir uns zum Schluss um das große D. Wohlgemerkt, die kleinen Buchstaben haben wir ja auch noch nicht gehabt. Das ist das große D. Beim großen D ist es wichtig, dass ihr wirklich rund macht. Warum? Ihr seht hier, wir haben einen kleinen Haken, einen runden Haken, einen kleinen runden Haken. Dann geht es hier unten rund weiter und dann eine Schleife dran. Dieses Füßchen hier können wir getrost weglassen. Es ist nicht bestätigt, dass ein Füßchen unbedingt dran sein muss. Nein, wir lassen das Füßchen weg. Also alles schön rund. Kleiner runder Bogen, unten schön rund und eine Schlaufe. Warum das Ganze? Anders als das große D, welches hinten rund ist. Ist das kleine D hier unter anderem zu sehen? Spitz. Wobei ich gerade selber merke, dass diese Darstellung einige Fehler aufweist.
aber nur einige mini-kleine Fehler. Also. Hund, Hund, Schlaufe. Versuchen wir es. Also, wir fangen in der zweiten Zeile an mit einem kleinen runden Bogen. Der reicht schon vollkommen aus. Ja, so mini klein kann er sein. Also, den können wir ruhig klein anfangen. Hauptsache, er ist rund. Der Bogen, der jetzt folgt, der kann größer sein. Der kann richtig bauchig unten sein. Ja. Also nach unten und einen runden Bauch. Ja, ich zeige es euch auch nochmal. Hier einen runden Bauch. Kleiner Hund angefangen in einen größeren runden Bauch. Und dann, wie ihr es schon von anderen Buchstaben, wie beispielsweise dem B und auch dem C und dem A kennt, fehlt nur noch die Schlaufe. Und die Schlaufe geht in die linke Richtung. Also. Nach oben, Längsschlaufe und ab. Auch hier könnt ihr die Schlaufe wieder so groß machen, wie ihr wollt. Ja. Auch den Bogen hier könnt ihr natürlich so groß machen, wie ihr wollt. Er sollte sich nur vom kleinen D dann unterscheiden. Ja. Ich kann euch hier mal das kleine D nur zum Vergleich. Sehe so aus. Eckig. Spitz, meine ich. Spitz. Schlaufe. Hier seht ihr, glaube ich, ganz gut den Unterschied. Das ist das große D. Das ist das kleine. Nochmal. Hund, Hund, Schlaufe. Das kleine. Spitz, Spitz, Schlaufe. Das ist der Unterschied zwischen großen und kleinen D. Und wie man auch sieht, ist die Schleife vom großen D etwas mehr nach links geneigt. Ja. Es kommt immer darauf an, natürlich auch, wie eure Schreibweise ist. Wenn es nicht hundertprozentig nach links geneigt ist, ist es auch nicht schlimm. Denn der Rest ist ja sowieso Sütterlin. Also, ihr wisst die Regel, gerade schreiben. Üben wir noch ein paar große Ds und machen die Zeile voll. Rund, rund, Schlaufe. Rund, rund, Schlaufe. Rund, rund, Schlaufe. Rund, rund. Rund, rund, Schlaufe. Ihr seht es hier, ist es wieder egal, wie groß ihr die Bögen macht. Hauptsache, der ist kleiner als der. Könnt ihr auch so schreiben, etwas dünner. Etwas dicker wieder. So in der Art und Weise. Und nun wollen wir unsere kleine Stunde auch schon beenden. Nehmen wir zu guter Letzt nochmal
unser Löschpapier nehmen und das Ganze etwas trocken machen. Nun, und dann danke ich euch für eure Aufmerksamkeit. Freue mich, dass das Video eventuell bei euch Anschluss findet. Wünsche euch noch einen schönen Tag und sage bis zum nächsten Mal.